Hallo und herzlich willkommen zu Farm Together 2. Ja, ich bin eigentlich nicht alleine, aber der Epi lässt gerade noch einen Moment auf sich warten. Und das hat auch einen guten Grund, weil er hinter unserem Rücken nämlich was am Anpflanzen ist auf seiner Farm, was wir jetzt hier gemeinsam auf ja, meiner Farm im Endeffekt machen möchten. Ach. Nämlich für alle die, die es nicht... Sag erstmal Hallo, genau. Hallo. Aha, aha. So. Für alle ja. die es noch nicht mitbekommen hatten. Und zwar seht ihr schon im Hintergrund, ich meine jetzt nicht den Epi, der hier jetzt gerade auf meine Farm... Das bist du doch, oder? Du siehst irgendwie komisch aus. Nein, ich sehe irgendwie aus wie so ein Hippie. Ich bin irgendwie entlaufen, glaube ich. Ja, das ist so diese typische Weiberfrisur, sage ich mal, ne? Mit diesen Rastellocken. Ich war im Weltall. Ich war bei den grünen Männchen. Ach, du warst Cowboys und Aliens, den Film kenne ich. Ja, genau, ich bin verwandelt, ich bin transportiert. Was ich eigentlich sagen wollte, ihr liest es schon oben, Sonnenblumen Ranch, das ist meine, eigentlich Hauptfarm. Ich habe ja noch ein paar andere, was macht der denn jetzt hier für einen Quatsch? Ich habe noch ein paar andere größere Farmen, aber das ist so meine Main-Farm. Mir wurde gesagt, dass ich mal ein Video dazu machen sollte. Das wird auch noch folgen, das nur so als kleine Anmerkung. Aber ihr seht über mir die leuchtenden und schaurig schönen Halloween-Kürbisse. So, hier habe ich jetzt eine Pause gemacht, wenn ich jetzt so ein Huhuhaha einspielen möchte, woran ich jetzt wahrscheinlich gar nicht denken werde. So. Bestimmt nicht. Wenn wir hier in die Liste reingehen, da seht ihr schon, 13 Tage läuft das Halloween-Event und das Ganze ist jetzt anders, als es vorher war. Und zwar bekommen wir oder sollen wir insgesamt 25 Event-Tickets nennen, die sich, glaube ich, bekommen. Man kann hier auf Details gehen und sich das Ganze einmal anschauen. Und zwar, gruselige Erntelieferungen. Sammle gruseliger Kürbis 50 Mal auf deinen Farmen. Das heißt, für alle, die so clever waren, vor den Events mehrere Farmen gemacht zu haben, wie ich. Und nicht der Epi, wollte ich nur erwähnen. Nein, aber es geht natürlich auch auf einer Farm. Die können das dann auf verschiedenen Farmen noch machen, kriegen aber nur für 50 Stück ein Ticket, was, denke ich mal, recht schnell sein sollte. Ich weiß nicht, wie viele Kürbisse man anpflanzen kann. Unendlich. Man kann unendlich. Unendlich. Ja, ich habe bei mir, weiß ich nicht, 2000 oder so gepflanzt. Er hat nicht aufgehört. Ich dachte, er hört irgendwann auf. Hä? Also es gab keine Begrenzung. Also es waren deutlich mehr als 500, die ich gepflanzt habe. Okay, also dann werden wir mal schauen, was das so keine für Ahnung. Auswirkungen hat. Hast du, wie viel Platz hast du? Müssen wir mal ausprobieren bei dir, wenn du genug Geld hast. Gleich. Das ist meine Hauptfarm. Entschuldige bitte. Ich habe 350 ja, einer kostet 1000. Millionen oder sowas. Keine Ahnung. Sammle gruseliger Kürbis, das ist halt immer der gleiche, 250 Mal auf der Farm, dann kriegt man das zweite Ticket. Dann, wenn man es 100 Mal auf anderen Farmen nochmal gesammelt hat, oder lasse andere Spieler bei dir sammeln. Also in dem Fall könnte der Epi jetzt alles machen. Wir setzen uns dahin mit einem schönen Glas zu trinken, mit einer Limo oder so. Ich darf mal kurz was dazwischen sagen. Wir können ja gleich mal auf meine Farm gehen. In 10 Minuten könntest du da 100 abfarmen, dann hast du das schon mal. Ja, toll. Der Epi, der kann nicht mehr die Klappe halten, bis man das mal eben erklärt hat hier. Nee. Also, wie gesagt, theoretisch können wir uns jetzt hier hinsetzen und den Epi einfach farmen lassen, wenn das Ganze soweit fertig ist. Dann würden wir die ersten drei quasi schon haben, die ersten drei Tickets. Sammle gruseliger Kürbis 500 Mal. Okay, wir würden die ersten vier haben. Und dann sammle Hexenkatzenporträt einmal auf deinen Farmen. Gut, einmal ist ja nicht viel, das ist ja mal eben schnell. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert. Einmal am Tag. Da steht einmal auf den Farmen. Das ist das, was jetzt hier steht. Das würde ich dann übrigens mal anheften. So. Und hier unten sehen wir dann die Belohnungen. Und zwar kriegen wir erstmal für, wenn das einmal hier drin ist, ne? Für drei Tickets kann man sich, das Gesicht, denke ich mal, diese Gesichtsmaske da, diese Gesichtsmaske, also das Make-up holen. Dann für 6 Scheine kann man sich dann, hier steht Zaun, obwohl es eine Lampe ist. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was es ist. Ich hasse diesen neuen Ton nebenbei bemerkt. Ich kriege immer eine halbe Herzattacke. Für 10 Tickets kann man sich, einen Vampirrucksack holen. Wobei wir mal testen müssen, ob wir die insgesamt haben müssen oder jeweils immer so viel mehr haben müssen. Weißt du, dass wir erst 3 ausgeben und dann wieder sammeln müssen für 10 für den Rucksack zum Beispiel.
Dann steht hier auch nochmal für 14 Event-Tickets, steht wieder Zäune drin, obwohl wieder nur Lampen da drin stehen. Da müssen wir mal schauen, was wir jetzt tatsächlich kriegen werden. Hatten wir ja beim Teil 1 auch schon mal so ein paar Anzeige-Bugs, deswegen schauen, was dann rauskommt. Dann für 18 Tickets können wir Grabsteine als Dekorationen bekommen. Für 20 Tickets dann entsprechend Kleidung für ein Skelett. Für 22 Tickets eine Beleuchtung. Ich nehme an, das ist für innen im Haus, dass das so wie so eine Lampe oder sowas ist. Und für 25 Tickets, heißt Vieh nicht eigentlich Steuern? Mhm. Bekommen wir einen Geist als Steuern dazu. Keine Ahnung, warum da Vieh steht und alles andere ist auf Deutsch. Aber wenn die nicht nur noch Events machen, weil da boostest du deinen Dings unheimlich schnell hoch. Ich pflanze jetzt ein paar Kürbisse und schon habe ich meinen Boost fast voll. Also der Epi ist anscheinend hinter uns so. Och, das ist dann pink, sehe ich gerade. Ja, alles pink ist das. Alles pink. Alles pink. Jetzt komme ich da unten nicht hin. Warte mal, jetzt muss ich da erstmal eben. So, dann kann ich das besser angucken. Alles pink und mit so einem Halloween-Kürbis drauf. Das sieht aber schon irgendwie cool aus, muss ich sagen. So sieht übrigens meine Farm aus. Nur mal so nebenbei, wer es noch nicht gesehen hat bei meinen Dings. Ach, wie heißen die jetzt? Genau. Bei meinen Anleitungen. So, das wollte ich sagen. Ja. Wie viel soll ich denn pflanzen? Ja, soll ich die ganzen Fälle voll machen? Mach einfach voll. Mal gucken, was wir da alles kriegen. Oder 500. Ich weiß ja nicht, ob. Ach so, in die Richtung haben die Köpfe. Ach, wie cool. Da muss ich unbedingt. Ja. Warte mal, da muss ich unbedingt auch mal im Dunkeln irgendwie im Fotomodus was machen. So, Moment. Ich komme mir wieder nicht näher dran, wie immer. Das war nicht der Fotomodus, das war der Screenshot, aber ist nicht schlimm. Oh, hast du die schöne Aurora, genau. Diese schönen Auroras gesehen. Oh mein Gott, ich habe kein Deutsch mehr gesehen. Heute. Ich habe kein Deutsch mehr heute. Siehst du? Ich wusste. Heute? Oh, ich kann echt nicht mehr reden. Ach so, genau, ich kümmere mich in der Zeit einfach mal, wenn der Epi hier so schön nichts am Machen ist, darum, dass wir hier das Bild machen. Ach so, ich glaube, da müssen wir aber noch 15 Minuten warten, weil ich gerade keinen freien Platz habe. Hallo? Das ist schlecht. Aber Essen können wir hier nicht machen. Ja, ich gucke gleich mal im zweiten Haus nochmal nach. Aber ich glaube, da können wir auch nichts machen. Aber man sieht nie, wie viel man gepflanzt hat. Warum kann man... Das ist doof. Das kann man nicht sehen. Du hast 759 bisher gepflanzt. Wo siehst du das? Oben rechts bei gruselige Ernte. Das habe ich nicht drin. Ja, du nicht. Du musst das ja erstmal anpinnen. Ja, das habe ich nicht. Deswegen habe ich ja gesagt, ich habe es extra angepinnt. Ach, guck mal, hier können wir... Also mache ich mal 1000 oder soll ich mal 1000 pflanzen? Oder so sieht das... Ach, das ist eine süße Katze als Bild. Scheiß drauf, dass ich eine Quest mit dem anderen habe. Ich muss das erstmal machen. Ah, die ist niedlich. Die ist echt niedlich. Die würde ich gerne nachzeichnen. Kann man ja theoretisch. Du bist jetzt bei knapp 900. Weil ich hätte noch, bis das Feld hier anfängt, wo ich, glaube ich, nicht weiter kann, habe ich noch zwei Reihen daneben. Dann mache ich die auch noch voll. Ja, was heißt nicht weiter können? Ich bin da halt die Sachen am Leveln, ne? Ja, aber das ist auch nicht abfarmbar gerade. Also von daher. Sieht so oft, nicht das so ist aus, schon seit oder? Ein oder zwei Tagen drauf. Ich war gestern, glaube ich, noch gar nicht. So spät erst an. Ja, doch, könnte man abfarmen. Glaube ich, habe. Doch, Benzin habe ich noch. Solltest du eigentlich. Ich habe soweit, glaube ich, alles. Ja, genau. Ich habe das auf Maximum ausgebaut. Das war das Erste, was ich gemacht hatte. Ja, und jetzt bin ich ja die Farmhelfer komplett im Ausbauen. Aber das dauert irgendwie noch, weil das so unheimlich viele. Ach so, scheiße. Warte mal, hast du gerade Melonen rein. Falsche Taste. Hast du gerade Melonen reingeholt? Nee, ich habe nichts anderes gemacht. Nein, ich habe nichts gemacht. Du müsstest 300 Melonen eigentlich rein. Ach doch, ich habe alles, was da hinten war, habe ich weggefarmt. Da weiß nicht, ob da Melonen waren. Da war ein Ananas bei. Ich meine, 1700, 1800 brauche ich. Warte mal, ich gehe mal eben in die Stadt. Ist aber immer noch nicht genug. Ah, das ist so ein Mist. Nicht das Thema. Ja, 1720.
Hä, da müsstest du die aber, wenn du das abgefarmt hast, müsstest du die eigentlich alle weghaben. Weil die hatte ich hier rechts angefarmt. Aber ich kann die nicht anhängen. Wie hängst du die an? Ja, du bist auf meiner Farm. Also ja, kann ich aber trotzdem da keine Quests anhängen? Warum geht das nicht? Doch, normalerweise müsstest du... Ja, oder vielleicht jetzt nicht, weil das eine Event-Quest ist. Das weiß ich jetzt nicht, dass die andere... Ja, aber wo... Aber Quest-Übersicht? Aber die Zeichen... Ja, warte mal. Ich hatte die, wenn ich Escape gedrückt habe und dann auf Details geklickt habe. Und da konnte ich die anheften unten. Anlöten. Ah, da, ja, doch, das geht doch. Hm. So, jetzt ist die große Frage. Die brauchen 2 Stunden. Das heißt, die brauchen insgesamt, ich habe da noch gar nicht geguckt, das kann ich euch mal zeigen, insgesamt eigentlich 4 Stunden, bis das Ganze durch ist. Aber natürlich wie immer nur die Hälfte der Zeit, wenn ihr das Ganze durchgehend bewässert, könnt ihr das ganze Jahr anpflanzen. Das finde ich sehr, sehr gut, weil normalerweise Halloween war ja, dass du nur, ich glaube, nur im Herbst anpflanzen konntest in dem Event. Also der braucht 1 Stunde 58 Minuten. Warum steht bei dem Kürbis? Geh mal bitte in den Kürbis rein. Hier bin ich doch gerade. Ja, warum steht da 4 Stunden? Weil der 4 Stunden braucht und ich gerade erst vor 2 Sekunden etwa erklärt habe, wenn der durchgehend bewässernd wird, braucht er ja nur die Hälfte. Wird er ja nicht. Jetzt hätte ich gern so einen Einspielerknopf, wenn einer so einem übergebraten wird mit einem Hammer oder sowas, dass wir das für den EP jetzt verwenden. Das müsste ich ja bei dir dann andauernd machen. Genau deswegen würde ich gerne sowas haben. Ihr seht schon, ich habe ja auch noch nicht alles freigeschaltet, aber ich sehe auch schon, der Kürbis ist das Einzige, was wir jetzt hier brauchen, beziehungsweise Kürbis und Bild. Sollen wir jetzt noch mehr pflanzen oder reicht das hier? Achso, mit dem Bild habe ich jetzt gar nicht geguckt, wie lange das dauert. Ja, du hast knapp 1000 jetzt, ne? Also wir haben... 1100. In der Übersicht zumindest für heute... Jetzt ist natürlich die Frage, haben wir die Sachen überhaupt morgen noch? Weil heute können wir das ja nicht machen, weil das Ganze wurde ja erst um 19 Uhr frei. Ja, doch, 2 Stunden. Ja, doch, hätte man schon machen können. Ja, doch, dann ist das nicht das Problem. Wenn ich so spät anfängt wie du. Es tut mir leid, dass ich für einen kompletten Tag noch Sachen vorbereiten muss und zusätzlich noch ein neues Spiel vorbereiten musste, was ich ab morgen veröffentlichen sollte. Keine Ausreden. So. Kann man ja eigentlich draufklicken? Nee, man kann nicht draufklicken. Okay. Was mich jetzt wohl interessieren würde, das würden wir dann zusammen mal ausprobieren. Weil die ersten drei Tickets bekomme ich nicht, wenn ich bei dir was mache, oder? Da würde ich 1 bekommen. Und der Rest ist aber nur auf meiner Farm. Da müssen wir mal ausprobieren, ob das funktioniert, wenn ich jetzt alles auf der Farm von dem Epi machen würde. Ob ich da dann zusätzlich aber die anderen auch angerechnet bekomme. Weil das war ja das Schöne immer bei den Events vom Farm Together 1, dass man das theoretisch immer bei dem anderen machen konnte und dadurch dann auch, ja, ich sag mal, die Quests bestehen konnte. Weil wenn jetzt einer nur eine kleine Farm hat, der konnte dann diese Events überhaupt gar nicht mitmachen. Das war ja schon sehr, sehr traurig teilweise. Was klingelt denn bei mir schon wieder die ganze Zeit? Ach, die Fische sind wieder gut. Neue Jahreszeit, ich merke das schon. Jetzt bin ich hier gerade am Ranzoomen und der Epi erschreckt mich hier total, indem der jetzt hier einfach runtergeht. Ich glaube, der hat sich jetzt... Ah, ne, er hat sich doch nicht ganz rausgefuscht. Das wird sowieso alles da abgerissen. Also ich weiß nicht... Ach so, weil aber das ist hier gerade eine Quest. Ja, okay. Nee, ist okay. Und ich... Wir genehmigen uns mal ein Gläschen Saft und schauen hier mal bei der Arbeit zu. Weil ich würde dann nämlich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil der Epi hat ja behauptet, dass seine Kürbisse gleich fertig sind. Dann schauen wir nämlich mal, 250 war das, glaube ich, oder? Moment, da gucke ich nochmal. Nee, 100. 100 müssen auf anderen Farmen gemacht werden. Wenn wir mehr als 100 einsammeln, ob die trotzdem noch zu uns dazugezählt werden. Das würde mich mal interessieren. Das ist unser nächstes Experiment. Deswegen bis gleich. Du wirst das nicht finden. Das sieht man nämlich nicht auf der Karte. Wo ich überall... Oh ja, die sind alle abfarmbar. Ich mache mal das kleine Feld weg. Oder willst du es aufnehmen? Nee. Ich bin am Aufnehmen, wie du weißt. So, und wir sind in Epis Hummelgärten. Und er hat ja gerade schon behauptet, ich werde alles... hier ist alles pink bei ihm. Ausnahmsweise hat er wirklich mal viel gepflanzt. Normalerweise sagt er das einfach nur. Nein. So, dann schauen wir... Achso, ich mache direkt mal neue mit drauf, oder? Ja, du kannst das hinten... Ja, genau, mach das weg, ja. Mach das weg!
Oh, das ich habe eine Errungenschaft gekriegt. Auf Steam. Weil ein anderer Spieler bei dir war? Nein, Festlichkeiten vorbereiten heißt es. Beende eine Lieferung eines saisonalen Events. Boah, ist das schwierig. Warte mal, es gibt einen gruseliger Kürbis und habe ich auch. Und gruseliger Kürbis bei jemand anderen. Aber da kann ich insgesamt, siehst du das oben, kann ich 500 machen, steht bei mir. Wenn ich auf anderen Farmen drauf bin. Ja, das ist das Maximum. Also farm das mal komplett ab hier, dieses Feld. Mal woanders. Bis 500 dann. Es sei denn, dass er dann noch höher springt. Aber kriegst du die jetzt auch Scheiße, bei dir? Na, die anderen sind noch nicht fertig. Hallo? Das andere ist nicht bewässert gewesen. Bekommst du das jetzt bei dir auch gut geschrieben? Nein, oder nicht? Oder? Warte mal. Doch. Geht bei mir auch hoch. Aber dann geht das bei dir wahrscheinlich bei dem ersten hoch, oder? Nee, beim zweiten geht es bei mir hoch. Wo die 500 sind. Ach so, weil jemand anderes von einer anderen Farm bei dir ist. Deswegen wird das wahrscheinlich so gerechnet. Weil, muss man sich ja jetzt reinfuchsen. Ist ja jetzt schon... Also vielleicht ist es auch genauso und es sieht einfach nur mega kompliziert aus jetzt. Das kann natürlich auch sein. Aber weil der mir jetzt anzeigt und da habe ich vorher... Ich weiß nicht, ob das bei mir vorher nicht stand oder ob ich da nicht drauf geachtet habe. Das erste ist halt, was ich selber bei mir abgefarmt habe. Und das zweite ist das, was ich auf anderen Farmen abernte, beziehungsweise jemand anders bei mir. Und hier steht jetzt einmal Hexenkatzenporträt. Hast du das aktuell? Habe ich schon reingesetzt. Ne? Habe ich schon reingesetzt, aber noch, das muss ich nochmal leveln. Also umstellen, also einmal... Ja, weil da würde mich jetzt wirklich mal interessieren, zeigt ihr mir das dann bei mir auch an, wenn ich zurückgehe? Nee. Ja, das ist alles, also ich weiß nicht, wie es jetzt unterm Strich ist, aber das wirkt alles so extrem kompliziert. Weißt du, was ich meine? Ach, jetzt ist der da oben, das, ja, dann kann ich das jetzt natürlich nicht kontrollieren. Schade. Was denn? Ja, du bist ja jetzt am Ernten, jetzt kann ich es nicht machen da oben. Nein, ich wässer es oben, weil es oben hatte keine Sprenkler. Die sind nicht abgefarmt worden. Ja, ich denke, die sind alle gleichzeitig gemacht. Weil hier oben oben ist kein Wasser. Die brauchen 35 Minuten, das ist ja ein Riesenunterschied. Ja, ach so, nee, die da unten meinst du ja, die habe ich zu einem anderen Zeitpunkt gemacht, ja. Ja, und die bei der 15 und bei der 1, die kann ich auch nicht machen. Nee, weil da habe ich ja gerade die Sprenkler drauf gemacht hier. Die brauchen noch 35 Minuten deshalb. Aber bei der 1, die, wie lange? Ja, die habe ich später gemacht, das stimmt. Aber die sind schon weiter, die brauchen noch 8 Minuten. Das sieht auch schon sehr cool aus hier. Das sieht cool aus. Wenn du die zweite Phase hast, wenn du den Hintergrund noch nicht hast, aber schon die Katze und den Kürbis ausgemalt hast. Ja, Epi, das Schleckermäulchen. Wenn ich zu denen auf die Farm gehe, hat der irgendwie immer noch Schokoladenkuchen hier im Angebot. Ja, das ist cool. Damit kannst du alle locken, alle Kinder, alle Frauen. Alle, die du umbringen willst. Ja, dann würde ich sagen, dann mache ich beim Epi jetzt nochmal eben ein paar Sachen, wodurch ich ein paar Punkte bekomme. Also sprich seine Quest-Sachen. Und dann sehen wir uns gleich beim nächsten oder nach dem nächsten Cut wieder. Eine halbe Stunde hast du gesagt, ne? Wenn ich die restlichen Kürbisse noch abernten kann, dann würde ich mich gerne mal sehen, ob die 33, ob das nur bis da geht oder ob das vielleicht sogar dann nochmal umschlägt, dass das noch höher geht. Aber nochmal eine Sache, meinst du, das Bild braucht man jeden Tag nochmal oder ist das jetzt nur echt einmalig und dann war es das? Wie gesagt, das ist neu eingeführt worden jetzt mit dem. Ich gehe mal davon aus, dass die jeden Tag nicht so viel andere Quests machen können. Es sei denn, dass die uns wieder was Neues freischalten in dem Moment. Aber ich gehe mal davon aus, wenn, dann wird das wohl mehr oder weniger immer das Gleiche sein. Vielleicht mal, dass du zwei oder drei Bilder machst anstatt eins, weiß ich jetzt nicht. Dass das vielleicht ein bisschen variiert, aber ich denke mal, so im groben Ganzen wird es immer gleich bleiben. Was ich halt nur gelesen habe in den News, und das finde ich sehr, sehr negativ, muss ich erstmal sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt so sein wird, ja, wenn wir das dann wirklich machen. Was ich sehr negativ finde, ist, dass du nur einmal am Tag eine gewisse Anzahl von diesen Tickets bekommen können sollst. Und ja,
Also du hattest halt vorher die Möglichkeit, wenn du viel gespielt hast an ein paar Tagen, sage ich jetzt mal, hast du halt viel einsammeln können. Und jetzt hast du die Möglichkeit nicht mehr und wirst quasi indirekt dazu gezwungen, anstatt viel zu spielen und das Event dann durchzuhaben und dich daran zu erfreuen sozusagen, dass du halt jeden Tag reingehst, so wie sich das angehört hat. Und das sind ja, was waren das, 25, glaube ich, insgesamt. Und wir bekommen ja... Oh, Moment, ich habe ein Event-Ticket bei mir jetzt drin stehen. Hast du das auch, wenn du auf Escape drückst? Oder ist das dein Event-Ticket? Ich habe schon zwei. Achso, dann wird bei mir, also wenn ich hier woanders bin, wird dann angezeigt, wie viele ich bekommen habe. Das ist auch wichtig. Aber warum habe ich schon zwei? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht hast du... hast. Achso! Achso, sammle Gruseljacke. Doch, unten das. Also sammle 100 habe ich auf anderen Farmen. Lass es spielen, weil du über 100 geholt hast schon. Und wenn du jetzt die 500 holst, kriege ich auch noch einen. Also du musst noch mal 23, müsstest du noch mal abfarmen. So, und jetzt habe ich einen richtig negativen Punkt entdeckt. Warum? Das Ganze wird zurückgesetzt. Alles, was abgeschlossen ist, in 21 Stunden. Ja, yeah. Das heißt, du musst das jeden Tag machen. Du musst das jeden heißt, Tag. Das wird anscheinend... Nee, warte mal, das ist dann aber nicht 19 Uhr. Das ist dann 17... Nee, Moment, was haben wir denn jetzt? 17 Uhr oder 18 Uhr? Ja, wie rechnen die das jetzt mit den Minuten? Das ist die Frage. Keine Ahnung. Ich tippe mal auf 20 Stunden, wenn wir jetzt 22 Uhr haben, oder? Also müsste... Vermute mal, ich weiß es jetzt nicht, wie die das mit den Minuten rechnen. Ich vermute mal, dass es jeden Tag um 18 Uhr zurückgesetzt wird. Deutsche Zeit. Gehe ich mal von aus. Was natürlich extremst scheiße ist, weil erstens die Leute, die zum Beispiel Nachtschicht haben, können das dann gar nicht so machen. Also ja, können sie schon, aber ne, es verschiebt sich dann halt alles dementsprechend wieder. Und ich habe da kein gutes Gefühl. Ach, guck mal. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Aber, bevor du jetzt was sagst, geh mal auf Escape. Unten bei den Belohnungen, da steht jetzt bei jedem schon eins drin. Das heißt, du brauchst wohl insgesamt wirklich, in Anführungszeichen, nur die 25 Tickets hier. Ja, das habe ich mir gedacht dann, ja. Ja, ich war mir nicht sicher. Ich meine, wenn du schon dazu gezwungen wirst, das zeitlich begrenzt alles zu machen und jeden Tag reinzugehen und so. Zumal das ja jeden Tag dann zurückgesetzt wird. Also wenn du eins jetzt nicht ganz fertig hattest, aber dann zum Beispiel arbeiten bist oder nicht kannst, weil du zur Schule bist oder was weiß ich was, dann wird es halt wieder zeitlich zurückgesetzt. Und das ist halt sehr negativ wieder, ne? Was wolltest du jetzt sagen mit dem Aber? Habe ich vergessen. Okay, das ist gut. Du fällst mir immer ins Wort. Nein, das stimmt nicht. Ich rede immer und dann willst du was sagen und dann vergesse ich fast, was ich sagen will. Und dann fällst du mir quasi ins Wort. Oder auch nicht. Und dann vergisst du, was du sagen immer weiter. Du redest ja tausendlos weiter und weiter und weiter und weiter. Hallo, erstens, ich bin eine Frau. Zweitens, ich bin ich, die Gameplayerin. Also das sind zwei... Das in Kombination, das ist... Ist grausam. Das ist richtig grausam. Das kann ich euch nur sagen. Du hast übrigens sehr viele Medaillen. Ich weiß nicht, ob du damit jetzt nochmal Ich habe Sprengler jetzt gerade schon verbraucht. Jein. Ich habe noch einen offen, wo ich noch nicht weiß, wo ich den hinmache. Aber je mehr du freischaltest, je teurer wird das Ganze, Herr Räumer, ne? Ja, ich bin jetzt aktuell bei fast 700 Medaillen und wie gesagt 1700 noch was an Melonen, die ich brauche. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, die lasse ich jetzt fürs Event erstmal. Weil wenn das so geht, wie ich mir das vorstelle und wir bekommen 1, 2, 3, 4, mit ein bisschen Glück 5 Tickets an einen Tag, bist du ja recht schnell durch. Weißt du? Also dann wärst du ja eigentlich, wenn wir jetzt wirklich nur die 25 Tickets hier unten brauchen, wärst du ja eigentlich, wenn es perfekt läuft, natürlich auf 5 Tagen durch. Dann habe ich wieder ein positiveres Gefühl dabei. Was natürlich sehr negativ ist, dass du immer dazu gezwungen wirst, zu einer gewissen Zeit dann das zu machen. Ich habe zum Beispiel auch nicht jeden Tag zur gleichen Zeit die Möglichkeit aufzunehmen. Das heißt, ich bin dann gar nicht da, anwesend, um das Spiel zu spielen sozusagen. Das heißt, ich muss mich jetzt dazu zwingen, alles so zu organisieren, dass ich halt immer genau in dieser Zeit online bin für das Event.
meine, gut, das Abfahren geht natürlich relativ schnell, aber in dem Fall wäre es auch ganz gut, wenn du das dann machst. Es sei denn, du brauchst es eh nur bis 500, dann ist es ja wiederum egal. Ne? Ja, da bin ich mal gespannt. Deshalb wäre ich interessant, weil deine sind ja in 2 Stunden, aber so lange bleibst du wahrscheinlich nicht mehr auf, ne? Ja, doch. Sonst würde ich da das mit dem 500, aber das brauche ich ja nicht mehr, weil das hast du ja jetzt bei mir schon gemacht. Das ist doof. Nee, das müssten wir morgen nochmal gucken, ob das dann... Ja, müssen wir gleich nochmal auf meine Farm rüber, dann gucken wir nochmal. Wo hast du denn die weißen... Hä? Du Was? Hast gar keine weißen Karotten, du Dödel. Nee, die habe ich vergessen. Du brauchst ja, aber für die Quest. Ja, aber die musst du pflanzen dann immer. Nee, echt? Du brauchst aber weil nur 70. Ich pflanze dir mal welche an, ja. Ja, weil die sind ja so schnell, dass ich die nicht permanent da habe mehr, sondern die pflanze ich dabei bedarf. Ja, du kannst das auch gerne wieder abreißen hier. Ich mache das jetzt nur, damit du die Quest Wo hast du den jetzt hingemacht? Dann sag mir auch, wo du hin machst, weil hier war schon irgendwas, was ich dann irgendwo gefunden habe. Da hat einer irgendwas auf 3,30 hingepflanzt. Ich weiß nicht, wer das war. Das war vielleicht das, was ich dir damals gesagt habe, wo ich dir eine Quest hingebaut habe, weil kein Platz mehr da war. Da waren Ananas drauf, die ich dann ab... Da sind die Felder immer noch jetzt da. Jetzt fehlt da genau eins. Ich mach der jetzt hier. So. Ja. Da ist er jetzt davon. So, wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal einen kleinen Cut hier. Und ja, sehen uns dann gleich nochmal wieder, wenn wir dann wieder auf meiner Farm sind. Und er dann bei mir die Sachen aberntet. Dann können wir da nochmal gucken, inwiefern ja, sich da nochmal was tut. Beziehungsweise wir werden uns vorher, glaube ich, nochmal sehen. Genau. Wenn ich hier oben nochmal die restlichen 33 mache. In einer halben Stunde. In einer halben, ja, etwas weniger, oder? Knapp halbe Stunde, ne? Ja, hier oder? Steht jetzt 26 Minuten. Nee, auf 1. Bei 1 ist weniger. Geh mal bei 1 gucken. Das hat nur noch 2 Minuten. Ach nee, das ist schon durch. Wir machen gar keinen Cut. Wir machen einfach weiter. Wir haben jetzt so lange geredet, dass das System sich gedacht hat. Nur 23, lass mich die restlichen abfahren. 33. Ich brauche noch welche. 33, ja. Ja, weil, wobei ich die nicht genau timen kann. So, warte doch, mal. Ich sag's dir. Stopp, du hast zu viel. Nein, ja, 3 zu viel. Entschuldige bitte, dass ich mit Automatik was gemacht habe. Hast du jetzt also, die weißen Dinger gepflanzt? Ja, ne? Ja, ja, die habe ich gemacht. Wie ihr sehen könnt, ist es nicht höher gegangen. Das heißt, da werden anscheinend wirklich nur die täglichen angezeigt. Und man kann leider wohl auch nicht mehr für den anderen das machen. Nee. Also so wie wir das ja eben gedacht haben, dass man das dann, dass du quasi bei mir auf die Farm einfach gehst und alles durcharbeitest. Weißt du? Hm, ich bin mal gespannt, wie viel das dann. Wann wird es zurückgesetzt? In 21 Stunden oder wann? 20 stand da, glaube ich, eben. Also ich vermute 18 Uhr. Ich gucke gleich um 10 nochmal. Ja, das heißt, ich kann morgen tagsüber eigentlich brauche ich nichts machen, weil das ist dann erledigt schon. Kannst du sagen. Ja, du könntest schon mal neue anpflanzen, dass du die dann nur noch abernten kannst. Ja, yeah, habe ich ja jetzt gemacht. Ich habe ja jetzt schon alles wieder neu angepflanzt. Bis in ein Feld kommt. Ja, Moment. Hä? Bei mir? Ach so. Ja, weil das nicht meine Farm. Also ich habe jetzt 4. Ich habe 4 Medaillen. Pass auf. Fehlt nur noch das Katzenbild. Nur, damit das alle verstehen und ich auch. Du hast es ja angepinnt, ne? Ja. Du hast jetzt bei gruselige Ernte, bei dem ersten gruseliger Kürbis, wo 1131 hintersteht, da hast du was dahinter stehen, dass du die geerntet hast, oder? Ja. Ja, dann wird, das ist ja das, was ich eben meinte, weil mir wird nämlich meins angezeigt. Deswegen habe ich jetzt gerade gedacht, ne? Aber die Frage wäre jetzt gewesen, hätte der das angenommen, dass deins höher gegangen wäre, wenn ich bei dir das gemacht hätte? Also, dass ich keinen Nutzen davon habe und das nicht sehen kann, aber es geht bei dir wo? Weiß ich nicht. Was ich hier Sachen? Ja, du solltest eigentlich ja darauf achten. Das kann ich jetzt natürlich nicht, weil das nicht meine Farm ist. Du solltest also ich darauf nur gesehen, achten, ob da oben was hochgegangen ist eben. Ja, nur wo du was gemacht hast, ist für mich hochgegangen. Was ich selber hätte machen können bei dir, ist jetzt auch abgelaufen praktisch. Also bei der fremden Farm, weil du es bei mir gemacht hast. Ja, ja, das zweite ist klar. Aber ist das erste auch mit hochgegangen? Auch das erste, also die beide. Okay, also nur, ist es immer noch so, dass man woanders was machen kann, nur dass man jetzt den Nachteil hat, im Gegensatz zu Farm Together 1, dass man das nur noch für die andere Farm dann macht, wenn du da was erntest.
und es nicht mehr angezeigt bekommst. Das ist ja dann auch noch. Oder vielleicht kriege ich es angezeigt, wenn ich es bei mir nicht mehr anpinne. Das weiß ich nicht, weil eigentlich sind das ja deine Pins, die hier sind. Warte mal, das könnte ich mal eben ausprobieren. Ich habe übrigens jetzt auch zwei. Okay. 500 auf anderen Farmen. Ach so, und 100 auf anderen Farmen. Ja, ja, okay. Ich löse das jetzt mal. Nee, dann habe ich aber nur noch deine Firmenessen und eine freundliche Hand drin. Also ich kann, wenn du das anpinnst, kann ich das nicht sehen. Mhm. Das heißt, ich löse das für mich jetzt auch wieder hier rein. Mhm. Aber das sind so Sachen, es ist halt alles neu, ne? Man muss das erstmal alles hier rausfinden. Das heißt, wenn ihr jetzt jemanden helfen wollt, könnt ihr da gerne immer weiter abernten und wieder neu setzen. Dem anderen wird's gut geschrieben. Aber der andere muss euch dann sagen, okay, ich hab's jetzt bis hierhin, brauch's jetzt nicht mehr zu machen oder wie auch immer. Und für euch selber zählt das dann nicht, wenn ihr das woanders macht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel das Bild vollenden würdest, das würde doch für mich zählen, obwohl hier steht, dass ich das machen muss. Steht Warte da, mal. Dass du das machen? Ja, ja, das würde dann für dich zählen. Bei mir wird das nicht hochgehen. Weil das ist in 2 Minuten, in 1:48 ist das fertig. Also ist, nee, ist nicht fertig, kommt die letzte Phase, glaube ich. Also, du musst noch einmal mach Pinseln wahrscheinlich, ne? Ja, 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 genau. Nee, aber das muss so sein, wie das jetzt auch mit dem Kürbissen im Endeffekt gewesen ist. Wenn ich das bei dir mache, wird es mir zwar nicht angezeigt, aber bei dir wird es angerechnet. Also wenn das jetzt fertig ist, nicht wenn ich die Phase mache natürlich, ne? Ich komme immer noch nicht über deine Powerlocken hinweg. Ich werde dir gleich mal die Maske anziehen dazu noch. Ja, stimmt. Ich kann ja noch nicht, weil ich brauche noch ein Ticket dann. Ja, das geht. Wir gehen gleich auf deine Farm. Ja gut, im Endeffekt ist es jetzt egal. Aber die Dinger sind noch nicht fertig. Also die sind ja noch nicht fertig. Naja, im Endeffekt ist es jetzt egal auf meiner Farm, wer das jetzt macht. Weil, also es wird mir auf jeden Fall gut geschrieben und du hast das ja mit außerhalb, da hast du ja sowieso schon mit den 500. Ja, ja. Ja. Deswegen, ja, das finde ich aber auch ein bisschen blöd gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, aber, ja, aber trotzdem, warte mal eben. Ja, sonst habt ihr beide immer was davon gehabt. Weißt du? Ja. Und jetzt hat nur noch derjenige mit der Farm was davon, was ich persönlich irgendwo scheiße finde. Weil ja, so kannst du anderen nicht mehr helfen. Wenn jemand anderes eine kleine Farm hat, ich sag mal so Level 50, und da halt nicht die Kapazitäten jetzt aktuell dafür da sind, so viele Kürbisse zu pflanzen. Ich habe das immer so gemacht im ersten Teil, dass ich immer zu der Community gesagt habe, kommt auf meine Farm, ich habe überall die Dinger gepflanzt, nehmt euch die gerne, ich brauche die sowieso nicht mehr, ich habe das schon gemacht. Die können zwar diese 500, können sie immer noch abholen bei mir, aber mehr können sie nicht mehr abholen. Also die können sich jetzt nicht mehr diese täglichen Sachen einfach auf der... Und das finde ich doof. Weil das zerstört ja so ein bisschen diesen Community-Effekt auch wieder. Also diesen, dass du mit anderen zusammenspielst. Klar, die 500, da gehst... Habe ich mich jetzt gerade erschrocken? Hilfe! Kuchen für dich. Oh, ja, ich kann das Bild weitermachen. Oh ja, der war lecker. Mal das mal fertig ist das gleich. Ne? Epi der Künstler. Boah, das sieht ja toll nächstes Mal aus. Das sieht gut aus. Das hat er aber richtig gut hinbekommen hier. So 1A die Pinselstriche. Hat er bestimmt abgepaust. Und ich hab nur zweimal gewedelt. Ja, wutscheln und wedeln. Ja. Ja gut, also das dauert jetzt nochmal 14 Minuten. Ja, sollen wir jetzt rüber zu dir gehen oder ist es egal? Eigentlich brauchen wir da nicht mehr hin, hast du ja gesagt, ne? Ja, theoretisch nicht. Also ich sag mal, wir brauchen mit der Aufnahme jetzt sowieso nicht mehr hin, weil wir wissen ja alles, was wir wissen müssen, sage ich jetzt mal. Und also ihr wisst es jetzt auch. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen blöd, weil so dieser ganze Zusammenarbeiten-Effekt und dass du anderen helfen kannst, die kleinere Farmen haben, der ist jetzt komplett weg. Und das finde ich halt sehr schade. Weil jetzt wirst du gezwungen, eine etwas größere Farm zu haben, um dieses Event überhaupt wirklich machen zu können. Ja. Und das finde ich, weil diese Tickets, das wird wahrscheinlich so laufen wie bei dem ersten Teil auch, die wirst du nicht behalten, nehme ich mal an, bis zum nächsten Jahr. Also bis das Event sich wiederholt. Nee, nee.
Und wenn du das wenigstens hättest, dann wäre das ja wieder was anderes, weißt du? Ja, aber meinst du denn, ja, was machen die jetzt morgen? Machen die dann auch nochmal? Musst du dann das Gleiche wieder machen oder was musst du dann machen? Ich vermute mal, dass sie dann leicht andere Quests machen, dass du dann vielleicht 500 statt 250 machen musst oder sowas. Oder also, 8000? Ja, weil das war. Ich weiß es nicht. Also muss man mal gucken. Also das weiß ich jetzt wirklich nicht. Aber viel verändern können sie eigentlich nicht, es sei denn, sie haben das so eingespielt, dass zum Beispiel morgen jetzt ein anderes Bild gemalt wird. Nicht mehr das, was wir jetzt hier drin haben. Oder es kommt noch eins dazu und das wechselt dann mal ab oder irgendwie sowas. Also das weiß ich. Aber so von der Art her, vielleicht ein Bild malen, auf jeden Fall Kürbisse anpflanzen, das wird wahrscheinlich genauso sein. Nur halt vielleicht mit anderen Werten, nehme ich mal an. Also ist jetzt meine Prognose im Endeffekt. Ja. Wie gesagt, ich finde es halt nur, ehrlich gesagt, sehr schade, dass so dieser... Ja, dieser ganze, ich helfe dir aus, weil ich weiß noch, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen, aber es war eine englischsprachige Spielerin, die hat mir so geholfen. Leider haben wir es nicht ganz geschafft, dass ich die Schmetterlingsflügel damals bekommen habe, aber ich war eine Stage davor und dann habe ich gesagt, also nächstes Jahr, wenn das kommt, ist meine Farm so groß, dass ich das Event alleine machen kann, aber danke für deine Hilfe, habe ich dann damals zu ihr geschrieben. Und ich habe es geschafft. Ich habe dann innerhalb von einem Jahr habe ich mich so hochgearbeitet, dass ich das dann relativ zügig durch hatte mit dem Event. Und ich habe das aber nie vergessen, diesen Moment. Weißt du, dass sie mir so geholfen hat. Und da war für mich der Punkt. Also vorher war auch schon der Gedanke da, aber da war für mich der Punkt. Die hat dir damals so geholfen und das bietest du jetzt auch den Leuten an, ne, die das sehen, die vielleicht schon in der Freundesliste sind oder die halt sagen können, hör mal, ich brauche da Hilfe. Kann ich dich adden oder wie auch immer. Wenn ihr das macht, nur eine kleine Info. Ich nehme in der Regel keine Accounts an auf Steam, die komplett privat gestellt sind, weil da habe ich schon schlechte Erfahrungen mitgemacht. Es wäre immer besser, wenn man zumindest mitkriegt, dass ihr Farm Together spielt oder sofern möglich, dass ihr irgendwo mich mal anschreibt oder sowas und dann hier... Ich kenne dich von YouTube oder sowas. Würde mich gerne mit dir verbinden wegen Farm Together oder wie auch immer. Dann ist das kein Problem. Dann nehme ich euch natürlich gerne an. Ansonsten muss ich halt immer so ein bisschen drauf achten mit den Profilen. Aber ich finde es halt wirklich so dieses... Das hat für mich innerlich so einen Schalter umgelegt und hat gesagt, so, ich muss den anderen auch helfen, weil ich habe die Möglichkeit. Und die hast du jetzt eigentlich nicht mehr. Also du hast nur noch diese begrenzte Möglichkeit zu sagen, okay, einmal am Tag kannst du raufkommen, dann kannst du Quest Nummer 2 machen, sage ich jetzt mal. Weißt du? Mhm. Aber alle anderen musst du dann alleine machen. Das finde ich doof. Das finde ich wirklich doof. Stimmt. Also mal gucken, wie die anderen Aufgaben sein werden. Ob das jetzt viel mehr wird oder sich da großartig ändert oder... Ja, bin ich wirklich mal gespannt. Ja. Dann würde ich sagen, der EP und ich legen uns jetzt so ein bisschen in die Wolle, was wer bei ihm gleich macht, weil ich muss noch ein paar Pünktchen bis zur 86 sammeln, damit ich wieder schön meine Blumen abenden kann. Oh, hier, du kannst die Quest da beenden, glaube ich, vielleicht. Den Top da hinten, die Musik. Die Musik. Ja, gib mir noch eben eine Minute. Ja, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt gerne eure Gedanken oder sonst irgendetwas in die Kommentare rein. Und auch wie ihr dazu steht, findet ihr das besser als den alten Teil? Findet ihr oder habt ihr die gleichen Bedenken, die wir jetzt aktuell so ein bisschen haben? Ich sag jetzt mal einfach wir, weil das hörte sich so an, als ob du das mit mir teilst. Wenn nicht, mögest du jetzt etwas dagegen sagen oder für immer schweigen. Dann mute ich dich einfach. Schon richtig. Ja, super. Nein. Und ja, schreibt mir einfach alles in die Kommentare, was ihr so darüber denkt. Und wie weit ihr schon gekommen seid, ne, mehr als eins komplett machen könnt ihr natürlich noch nicht. Oder beziehungsweise, wenn ihr das Ganze morgen erst anschaut, also am Freitag, habt ihr vielleicht auch schon habt ihr nicht zwei gemacht, es sei denn, ihr guckt abends. Siehste, ich habe das schon gar nicht mehr im Kopf, dass man erst abends dann das Ganze umstellen kann. Das ist echt, Also ich vermute, 18 Uhr wird es umgestellt, ich bin mir nicht sicher. Wenn wir das gleiche rausfinden, werde ich es vielleicht nochmal als Text einfügen, um wie viel Uhr es genau ist, weil in 3 Minuten ist nämlich der Umschwenker wieder. Und dann, der Epi bezieht schon sein Bett, der hat schon keine Lust mehr, der geht schon schlafen. Also, er legt sich jetzt hin. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.